Pater Pio von Pietrelcina ist ohne Zweifel einer der bekanntesten Heiligen der heutigen Zeit. Auf einer DVD sind nun Zeugnisse von Personen zusammengetragen worden, die auf wundersame Weise von diesem italienischen Heiligen geheilt wurden. Gemma Di Giorgi kam blind auf die Welt. Als Siebenjährige erhielt sie durch Pater Pio ihr Augenlicht. Heute kann sie ohne Pupillen sehen. Pater Pio l'ho conosciuto quando avevo appena 7 anni nella circostanza. Ich begegnete Pater Pio, als ich 7 Jahre alt war. Ich wollte ihn treffen, um ihn zu bitten, mir das Augenlicht zu schenken, da ich seit meiner Geburt blind war. Meine Großmutter mütterlicherseits war diejenige, die mich zu ihm brachte. Auf dem Weg nach San Giovanni Rotondo, also genauer gesagt, noch bevor ich Pater Pio traf, begann ich zu sehen. Die Ärzte hatten versichert, sie würde niemals sehen können, weil sie keine Pupillen hat. Bis heute können sie dieses Wunder nicht erklären. Diese und andere berührende Fälle werden auf der DVD zusammengetragen, die dem Heiligen von Pietrelcina gewidmet ist und bei der Oik Mami Foundation erhältlich ist. Am 24. April 2008 wurde der heilige Leichnam von Pater Pio in San Giovanni Rotondo zum ersten Mal seit seinem Tod im Jahre 1986 aufgebahrt. Der Körper des Heiligen kann bis zum 23. September 2009 verehrt werden.